Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute wieder mit einem Unboxing. Ich habe für euch Chemie dabei. Nee, jetzt nicht solche, sondern Ethylen habe ich im Gepäck. Nämlich mit dem Essex Gel Kayano 5 von C2H4. Das ist nämlich das chemische Zeichen für Ethylen. Wow, knowledge drop. Kommen wir lieber mal zum Unboxing. Bam, da ist das Teil. Dazu gibt es noch so einen schönen Karabinerhaken runter den Karton. Genau, ich lasse mal erstmal hier alles liegen, so was da alles dazugehört. Da ist das gute Stück. Und zwar hat jetzt Chemist Creations zusammen mit Essex den Gel Kayano 5 OG rekreiert. Und ich muss sagen, wir hatten das Teil gar nicht so auf dem Schirm. Und dann haben wir ihn reinbekommen und uns den angeguckt und dachten so, wow, das ist auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr gelungen, was Essex da, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Chemist Creations oder auch C2H4, ich meine, die Designerin heißt Xili Chen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wenn ihr wisst, wie die Designerin heißt, dann lasst mir gerne einen Kommentar mit dem Namen der guten Frau. Genau, und der Schuh ist halt sehr ummodelliert, was ich gerade schon gesagt habe, und man durfte sich da sehr, sehr drauf austoben. Nochmal kurz zurück zu Essex. Ich bin der Meinung, und das habe ich mir jetzt auch schon von mehreren Leuten bestätigen lassen oder auch mir die Meinung eingeholt, Essex macht gerade wirklich alles richtig. Deswegen hier nochmal ganz kurz obligatorisch den Hut ab dafür, in welche Richtung es gerade bei Essex geht. Finde ich super, dass man sich hier auf solchen Modellen austobt, aber auch, dass dann nächstes Jahr der 30. Geburtstag zum G-Lite 3 ansteht und da auch einiges kommt. Der gute Ronnie Fike durfte ja auch wieder ein 3.1 machen. Ich schweife ein bisschen ab, sorry dafür, ich komme zum Schuh. Fangen wir einfach mal vorne an und arbeiten uns wie immer nach hinten durch. Wir haben auf der Toebox Glattleder, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Und das ganze Glattleder befindet sich eigentlich auch einmal komplett auf dem Schuh, also hier bei dem Lacing, dann an der Seite und hinten. Hat viele Aussparungen und macht dadurch den Schuh noch viel futuristischer. Auf der Toebox haben wir dann so ein Suede, ein Wildleder in dem Grau. Das ist übrigens nicht weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es im Video rüberkommt, aber das ist so eierschalenfarbend, genau, so cremefarbend. Und diese cremefarbenen Akzente bzw. das Grau befindet sich auch nur auf der Toebox und an der Heel. Einmal an den beiden Seiten und einmal hinten an der Heel. Ansonsten kommt da kein Suede mehr zur Geltung. Der Rest ist dann eigentlich nur noch Mesh. Genau, Mesh bisschen an der Zunge und Mesh am Lining. Das sind so die Grundmaterialien, die den Schuh ausmachen. Was den Schuh aber richtig besonders macht, sind halt die Details. Und zwar hat man hier auf dem Lacing ein ziemlich verrücktes Crazy Lacing. Man hat nochmal hier zusätzlich diese Ösen hinzugefügt. Das heißt, man könnte nochmal vielleicht ein zweites Paar Laces reinmachen, die übrigens dabei sind. So ein bisschen an Hiking orientiert. Die sind relativ dünn. Ich vermute, die sind extra so dünn, damit man halt ein bisschen damit spielen kann. Oder vielleicht wie bei einem Sakai doppelt lacen kann. Finde ich mega nice, und dann kommt hier das Highlight des Schuhs, und zwar ist hier unter den Tiger Stripes Chemist Creations gedruckt, aber auch noch, ich bin mir nicht ganz sicher, was da steht, keine Ahnung, irgendwelche Wörter, und ein Barcode, und das Ganze ist nochmal übernäht mit so einem durchsichtigen Plastik. Kennt ihr dieses Plastik, wo ihr Karten reinstecken könnt? So ungefähr ist dieses Plastik, was ihr drüber legt. Und das finde ich mega nice. Habe ich vorher noch nie bei einem anderen Schuh gesehen. Das haben wir einmal auf der Außenseite und einmal auf der Innenseite. Und wenn wir schon bei der Innenseite sind, da durfte man auch dann nochmal sich verewigen mit chinesischen Schriftzeichen. Ich habe extra geguckt, es sind chinesische Schriftzeichen. Was genau da steht, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Chemist Creations auf Chinesisch ist. Bin mir nicht sicher. Das gleiche haben wir auch nochmal hinten dann am Heel-Pull-Tab. Ist immer ein Heel-Pull-Tab beim Gel Kayano 5 dran? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind da auch chinesische Schriftzeichen drauf. Also der Schuh alles in allem super futuristisch, und auch Chemist Creations
Creations steht für einen sehr futuristischen Style. Ich meine, bisher haben die nur Stores in Los Angeles und in Shanghai. Dazu kommt auch noch dann hier so ein Schlüsselanhänger, beziehungsweise so ein Enterhaken, wollte ich denn gerade sagen. So ein Karabiner. Der Karabiner kostet übrigens, nicht in der Version, aber in einer anderen Version kostet der Karabiner alleine $40. Schon ein stolzer Preis für einen Karabiner. Hier bekommt ihr den Karabiner kostenfrei dazu, wenn ihr euch den Schuh kauft. Genau. Der Schuh steht dann noch auf einer Gel Kayano 5 OG Midsole. Ihr kennt das Spielchen. Gel steht drauf und Gel ist auch drin. Sorgt auf jeden Fall für eine sehr, sehr angenehme Dämpfung und ein sehr angenehmes Tragegefühl. Der Schluss, beziehungsweise den Schluss mache ich heute mal mit der Einlegesohle. Und zwar ist auf der Einlegesohle nochmal so ein bisschen ein Periodensystem, das könnt ihr jetzt nicht sehen, vorne drauf gedruckt und dann nochmal das Logo Chemist Creations Essex ist dann nochmal hier drauf auf der Einlegesohle. Auf dem Karton steht übrigens auch Ortholite, deswegen würde ich mal vermuten, dass es eine Ortholite Einlegesohle ist. Mega gelungen das Teil, finde ich sehr, sehr cool. Gel Kayano 5 fällt meines Erachtens nach ein bisschen kleiner aus. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, dann vielleicht eine halbe Nummer hochgehen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn ihr das Schuh, wenn ihr den Schuh kaufen wollt, der kommt bei uns am 12.10. 0 Uhr online first. Ich persönlich würde auf jeden Fall allen Fans von dem Hypebeast oder auch von dem GmbH, aber auch generell von diesen Fashion-Schuhen dazu raten, das Ding zu kaufen, denn der ist echt brachial. Das war es auch schon. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich meine, der Schuh kostet 180 Euro, Karabiner dabei im Wert von 40 Euro. Nein, weiß ich nicht, aber könnte sein. Also theoretisch kostet der Schuh nur 140. Lasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr den Schuh findet. Ich, wie gesagt, finde den mega, mega nice. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, kommentieren, macht die Glocke an und abonniert unseren Kanal, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus für heute. Peace.